Ja, moin, herzlich willkommen auf einem schönen brennenden Server. Da gab es eine Explosion. Wer war schuld? Der Doktor von dem Mann. Genau, wir haben jetzt eigentlich den Server Neues RPG eigentlich schon richtig gut eingestellt. Er ist eigentlich sozusagen jetzt schon mal online. Es wird nicht mehr so viel eingestellt oder verändert. Es wird einfach dazu gefügt, hinzugefügt und jo. Es gibt sehr viele Neuerungen und ja, vielleicht kennt ihr noch die alten Livestreams und so, wo ich manchmal reingeschaut habe. Konnte halt noch nicht so viel zeigen. Aber es geht jetzt und ja, ich möchte natürlich einen Job abholen. So, was ist speziell am Neues? Ja, Rundspießer von GTA 5. Das ist Driving School, gut. Muss ich mal zurechtfinden ein bisschen. Muss jetzt hier hin. Ja, hier hin. Und dann zum Arbeitsamt. Das wollte eigentlich hier sein. So. Und dorthin. Und nicht zum Koffer. Der Koffer, habe ich gedacht, das wäre auch so ein Jobgebäude. Aber nein. So. Genau. Wir haben jetzt in letzter Zeit ein paar Leute, jo, ja, nicht verloren, aber sie machen jetzt gerade nicht so viel. Müssen natürlich jetzt wieder Leute bekommen und deshalb mache ich jetzt auch ein bisschen Video-Livestreams jetzt auf twitch.tv/dragobasler. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich wieder Leute bekommen. Es ist nur so, eben, wir können halt auch nicht immer so inaktive Leute haben. Und so, wir brauchen Leute, die etwas arbeiten, etwas leisten können. Ohne dass wir Zwang denen antun, aber ja, einfach auch ein bisschen aktiver sein. Dann dürft ihr gerne mithelfen. Genau. Jo, jetzt bin ich gerade mit ihm alleine, mit dem Entwickler, mit dem Lukas, alleine auf dem Server. Jetzt gerade nicht, ob er online ist oder nicht. Und kann man das mit F2 jetzt gar nicht mehr so alles im Kopf, wie das war. Okay, wir haben noch kein Handy. So, wie geht's jetzt weiter? Ich muss irgendwo den Stand finden, wo man die Fahrräder holen kann. Und ja, ich bin jetzt einfach natürlich so ein bisschen reingeworfen worden. Sind die jetzt überhaupt noch hier? Ja, sie sind gut. Also können wir gleich weitermachen. Okay, kurzer Lag, das war irgendwie ein Update. Das sonst irgendwas, das kommt sonst nicht vor. Okay. Elektrofahrrad. Ja, da müssen wir natürlich zuerst bezahlen. Haben wir Geld? Wir haben noch ein bisschen Geld. Okay. So. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir eins. Jo. Muss die Steuerung ein bisschen können. Leertaste, oder? Leertaste spammen ein bisschen. Also wir dürfen nicht zu schnell fahren, natürlich. Aber auch nicht zu viel Energie verbrauchen. Muss ich das mit Gamepad? Geht natürlich einfach. Jo, das sieht man, wie viel man GTA spielt, oder? Ist an. Ja, es ist an. Sollte eigentlich gehen. Oder eigentlich geht aber nicht. Okay, dann fahren wir einfach langsam kurz rüber. Ist halt ein bisschen doof, wenn man halt einfach so eine blöde Steuerung auf der Tastatur, auf der Maus hat und so. Oh. Wieso ist das mit Rechtsklick? Ist das lustig? Ja, wir fahren einfach so herum. Also irgendwie geht das Pedalo zwecks nicht. Keine Ahnung. Aber ihr wisst ja, GTA hat schon immer eine schlechte Steuerung eingestellt auf dem PC.
Und man kann es kaum ändern. Also vor allem das Gas geht mit der Tastatur. Ja, das geht einfach nicht. Ja. Aha, man fliegt sofort wieder. Aber man hat kein Geld ausgegeben. Gut. Das sieht also noch ein bisschen besser eingestellt, scheinbar. ME. Trade Fisherman. So. Ja, Fische, der. Metzger. Wheeler Reporter. Reporter geht, glaube ich, noch nicht so gut. Das will ich dann eben mal fragen. Wir machen Taxi. Gut. Also, was ist jetzt genau am Server anders als zum Beispiel bei den anderen? Es ist halt sehr realistisch, okay, bei dem Fahrrädern jetzt nicht. Aber das ist ein extra Mod noch drin, also ein extra Feature. Und das wird noch richtig angestellt. Wir schauen auch, dass wir ein bisschen lockerer sind, jetzt nicht unbedingt so mega die heftigsten Real-Life-Regeln drin sind. Wir sind ein freier Staat. Wir sind sozusagen die Schweiz von Amerika. Wir sind die Schweizer von Los Angeles. Und wir tun halt auch so ein bisschen demokratisch sein. Wir lassen die Spieler richtig entscheiden. Und jo, ich kaufe mir ein Auto. Wir schauen einfach, dass der Server gut entwickelt wird, dass er irgendwie besser wird. Ich hoffe, es gefällt euch schon. Es ist natürlich noch ein bisschen wenig da, aber ich sehe zum Beispiel. Kannst du mir ein bisschen im Video sagen, ich mache jetzt gerade schon ein Video, was ein bisschen neu ist und was worauf wir ein bisschen schauen? Ja. Das ist der Entwickler, der Lukas. Hallo. Hallo. Also eben, wir schauen, dass wir natürlich auch ein bisschen den Server weiterentwickeln lassen. Dass die Features eingebaut werden, die wir die Spieler auch ein bisschen wollen. So. Ich möchte gerne ein Auto kaufen. Das Fahrrad ist despawned einfach wieder. Sports. Das ist ein bisschen zu teuer, hä? Es gibt noch einen Gebrauchtwagenhändler. Das ist der Neuwagenhändler. Ja, und der Gebrauchtwagenhändler ist wahrscheinlich im letzten Ding hinten. Der ist weiter oben, ja. In der Pampa. Also ich schau mal kurz. Jo. Also, was hast du jetzt schon so für Features drin, die wirklich einzigartig sind? Ja, also es sind halt die verschiedenen Sachen, ne, die mehr ans Realismus angepasst sind, wie die ganzen Feuerwehrfahrzeuge, Rettungsfahrzeuge. Ja, das habe ich ja schon gesagt, ja. Ne, die 1:1 versucht worden nachzumachen. Ja, sonst gibt es ein paar Sachen, die cool sind fürs RP, die man am besten dann immer selbstständig herausfinden sollte, ne. Ja, und die Straßen sind anders. Genau, die sind Parks auf sind anders, da kann ich jetzt auch noch kurz vorbeischauen. Aber ich muss nochmal so ein Fahrrad abholen. Zum Fahrrad gehen. So, nochmal so holen. Ja, es gibt eben auch schon genügend Jobs und so, also viele Jobs. Manche gehen scheinbar noch nicht. Ja. Könnte ich jetzt schon Reporter werden oder Metzger? Nein, noch nicht, oder? Gut, Waffen und so, Gewalt und so gibt's auch schon, also so Ausrauben. Na, no, das muss man da schon. Juwelier zum Beispiel geht, Laden geht. Ja. Dann eben auch halt Real-Life-Marken und Autos. Weißt du, wie man eigentlich Gas gibt mit diesen Fahrrädern und wieso man mit rechts klickt? Den Stinkefinger zeigen. Ich glaube, das ist das Shift. Ja, da stehe ich. Mit Shift? Ja, Shift oder so, das muss man machen. Shift. Ja, nicht.
Es ist irgendwie dieses Feature, wo nicht so ausgereiht. Musst du gucken, wie es bei der Standard-Tastenbelegung ist. Eigentlich Leertaste, aber ich drücke die ganze Zeit Leertaste. Versuch mal Tab oder Shift, wie gesagt, Caps Lock zu drücken. Caps geht auch nicht. Wenn es Caps Lock ist, dann habe ich gedrückt, das einfach jetzt gedrückt zu halten. Shift. Gedrückt gehalten. Gedrückt halten. Geht leider nicht. Na gut, dann. Passiert leider nichts. Musst du gucken, auf jeden Fall. Ja, bei mir aber ich habe wahrscheinlich die Tastatur, also die Tastatur so eingestellt, dass ich nicht ausgeben kann. Ja, gut. Geht halt jetzt momentan. Ja, also ich kann immer dem Polizisten Stinkefinger zeigen mit der rechten Maustaste, aber das darf ich ja nicht machen. Das ist ja gegen die. Sonst gibt's Ärger. Sonst gibt's Ärger. Ja. Also ich kann mich ducken mit Umschalt, aber ich werde nicht so viel schneller. Okay, jetzt bin ich despawned, also das Fahrrad ist despawned. Okay. Ich glaube, das Feature ist ein bisschen verbuggt. Ja, das Problem, das geht nach einer Zeit, das hat halt so einen bestimmten Radius, weißt du, wie ich meine? Ein Radius, deswegen, okay. Genau, ja, ich will ja jetzt zum Händler gehen für Gebrauchtwagen. Ja. Und dann muss ich halt den Bereich. Aber weißt du gerade noch eine Location? Ich bin jetzt wieder ein bisschen langsamer. Nee, ich wüsste gerade so gar keine. Ja. Okay, das wird noch alles eingestellt. Genau. Ah, da zum Beispiel sind wir ja da, ne? Und da hoffen wir das noch. Ah, jetzt habe ich den Park gerade nicht gezeigt, aber das sieht wirklich sehr schön aus. Bin einfach nebenbei jetzt durchgefahren. Und so neue Gebäude, kannst du mir ein bisschen im Video sagen, was du so eingebaut hast? Warte, ich muss so kurz das machen, dann machen wir das, können wir das sofort machen. Ja, muss ich hier irgendwo raus. Vielleicht beim Marktplatz. Oh, geil. Goldene Abfalleimer. Jo, wenn der Server dann besser eingestellt ist, können wir dann auch noch tolle Videos machen, die ein bisschen mehr Spaß machen, als rumlaufen. Aber momentan, ja, bin ich einer der Ersten. Kann man halt noch nicht ganz so schnell viel machen. Wir haben einfach sehr lange entwickelt und ja, jetzt ging es schnell mit einem Key noch. Für Slots und Klamotten. Ich habe einfach noch einen Pistolenhalterung, den mache ich dann auch weg. Und der wurde irgendwie automatisch eingestellt oder so. Ich habe nichts nach rechts geklickt. Also diese Halterung muss ich dann noch wegmachen können, gell? Ja, kannst du im Kleidungsladen dann wahrscheinlich machen. Okay, im Kleidungsladen ist aber auf der markiert schon. Ja, genau. Das sind diese H&Ms. Okay. So, jetzt bin ich bald beim Gebrauchtwarenhändler. Mal sehen, dass du Geld dabei hast, ne? Ja, ich habe einfach das Startergeld. Aber ich habe 400 verloren wegen irgendwas. Achso, weil du immer die Fahrräder mietest. Ja, 200 wahrscheinlich. Ja. Kann man auch gucken, dass man das noch ein bisschen runterstellt. Ja, einfach irgendwie. Ja. Ein Zeitlimit, da musst du zum nächsten Fahrrad, sonst musst du ein bisschen mehr bezahlen oder so. Ja, muss man mal gucken, bekommt man aber irgendwie bestimmt schon hin. Du kannst ja diese 200 dann machen, wenn die Leute nicht zu einem Fahrrad Checkpoint gehen oder so. Ja. So, jetzt muss ich hier nochmals kurz ablegen. Jo. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch die Grafik einstellen kann eigentlich.
dieses Zeugs. Ich versuche gerade den Führerschein zu machen. Der ist ja richtig schwer hier, ey. Ich habe irgendwie so einen Distanz-Anzeigefehler. Es ist einfach gelb auf der Straße. Gelb auf der Straße? Ja, dass die Straße nach einiger Zeit gelb wird, das muss ich irgendwie noch entweder deaktivieren, irgendwas in den Optionen oder jetzt Ja, muss selbst man so mal gucken. die Ahnung von ja, 5M. Ja, so manche Sachen auf der Straße gefahren mir so sehr. So, jetzt bin ich hier. So, die Pöller, die sind eigentlich auch nicht vom Hauptspiel. Die hast du oder die hast du den drauf Ja, die sind getan? einfach nur umgeändert worden Einfach auf Deutsch. umgehend. Ja. Genau. Und so Kisten, also so große Kisten, die sind, glaube ich, auch nicht im Hauptspiel. Ja, die Verkehrsschilder sind sehr gut gemacht. Ah, hier muss ich rein. So, oh, ein Kleinwagen. Jetzt kann ich lesen. Also 15.000 habe ich eigentlich. Ich kann mir momentan eigentlich nur den hier leisten. Ein Sedans. Sedans, okay, ja genau. Gehalt erhalten. Was muss man drücken? Wie meinst du? Jetzt muss ich doch ja für A, Jetzt aber. musst du auf hier ist. Dann musst du mit den Pfeiltasten runter. Ja, habe ich ja. Aber welches holst du denn da? Ein Fahrzeug? Geh mal da nochmal raus. Okay, zurück. Ja, geh nochmal rein. Sind da die normalen Standardautos noch drin oder was? Scheinbar schon. Zum Beispiel der Sedans könnte ich mir Oh leisten. nein, ja nein, bei denen dann am besten nicht, sondern ist das da wieder ein bisschen verbuggt, da muss es umgeändert werden. Jo, kannst du mich kurz Ja, teleportieren? ich mach das ja, alles gut. Ich mach kurz meine Prüfung hier und dann. Ich muss jetzt zum Taxi unternehmen. Aber ich bekomme schon Lohn, das ist schon mal gut. Ich habe jetzt 600, glaube ich, verdient. In einem Wohngebiet sind es 50 oder 30 Also in einem kleinen Wohngebiet 30. km/h. Halt normal Wohngebiet, okay, 30. Also so in Haupt, also in größeren Straßen 50. Junge, der sagt mir, ich habe mich gut vorbereitet hier. Was soll denn das? Ja, es ist ein Trial and Error. Wo Es ist ist so ein was? bisschen manchmal, wenn er ausprobieren hat. Wow. The Try and Error, wie man sagt. Ich bring dich zum Neuwagenhändler, ne? Da müsste eine gelbe Ente sein, also Twingo. Den solltest du auf jeden Fall leisten können. Ein Twingo. So, dann bringen wir dich mal Danke, zu mir. Dann komm mal und mit. jetzt höre ich mich, höre ich dich doppelt. Ja, warte, ich stelle es kurz um. So, genau, einmal hier rein, nach links. Dann hier E drücken und dann Kategorien, Sports und dann musst du da einmal durchgucken und dann ist das zum Beispiel der Twingo und dann 7000. Ente, 7.000 habe ich gerade. Hast du gerade? Fahrzeug, keine Karte. Eine Karte. So, ich habe ihn Ja. gekauft. Dankeschön. Was? Bitte, bitte. So. Jetzt muss ich einfach wieder ein bisschen lernen, auch nicht genug, ja, Gas zu geben. Das ist ein bisschen schwer. Geht jetzt eigentlich die Steuerung mit dem. Ist nicht eingestellt wahrscheinlich. Eingestellt.
Wieso geht mein Gamepad in GTA jetzt gerade nicht? Okay. Ja. Verkehrspolizisten gibt es noch keine, oder? Doch ich. Ja, Nein! doch. Nein, ich will schneller Aber fahren. ja, bisher Was ist kannst du jetzt noch viel gerade kommen. hier? 60 oder 80? 50 müssten es sein. Boah, da kann ich ja gar nicht aufs Gas gehen. Ja. Es ist viel zu Ja, sensibel. ich bin ja gar nicht da. Okay. Einfach Nein, nicht erwischen ich bin lassen. ein Profi-Rennfahrer. Ich fahre jetzt momentan einfach wie ein Profi-Rennfahrer, okay? Mach das. Solange ich es nicht Dankeschön. mitsehe und dann passt alles. Darf ich hier auch einen Unfall machen? Da musst du stehen bleiben, ne? Feuerwehr haben wir noch nicht. Da werden halt noch Leitungen für gesucht, genauso wie Ja, für wir spielen Rettungswagen. ein bisschen GTA Online momentan, oder? So mit den Dingen, also, ach, sag schon, Luftschlägen und so. Da kommst du einfach so mit der alten Wii. Nein, wo ist jetzt gerade das Taxis? Da vorne dann links. Also wir haben jetzt keine Jobs, das sind keine Spiele, die jetzt gerade ein Taxi mieten. Taxi verlangen. Aber ich kann das mal kurz zeigen, so mit den Klamotten. Outfit wechseln. Zivilkleidung ist unten wahrscheinlich. Ja, okay. Ist ein bisschen weit unten, ich habe das jetzt nicht so sichtbar. Ah, ja, ich kann nur da schauen. Es gibt auch diese. Aber ich habe sie jetzt gar nicht wegen der Webcam. Nein, falsch. Ja, aber klein. Es gibt einfach diese zwei Auswahlmenü. Gerade kurz. Und Garderobe öffnen könnten wir auch. Da passiert aber noch nichts. Ah, jetzt. Garderobe. Bürgertaxi-Kleidung. Okay, da ist noch Parking. Da haben wir noch eine Taxikleidung ohne Arme. Das kann ich aber ja nicht mehr wechseln. Jetzt geht's. Ah, okay. Jetzt einfach oben gehen. Können wir hier wahrscheinlich Taxi. Irgendwas mitnehmen, ausnehmen, Bestand nehmen, Taxilagerbestand geht auch noch nicht. Taxi. Lukas? Okay, das geht noch nicht. Beste Kamera. Das ging jetzt letztens. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr. Oder wir haben einfach keine Taxis bereit. Da gab es eine Taste. Ist nicht im Dienst. Ich bin im Dienst. Inventar. Menü.
probieren. Dann haben wir hier Taxirechnung. PC-Aufträge, gell, nicht? Ja. Rechnung. Gehalt, confirm. Jo, das müssen wir dann auch ausrechnen können. Du hast keine Finanzen da, die Sachen, Deals. Okay. Kann da das Spiel beenden? Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das Fenster schließen und kurz wieder reingehen. So. Und auf. Nein, einfach. Und dann auf MP. Nein, wieder. So. Jo. Du, du. Schön gemacht, aber Copyright. Machen wir dann natürlich auch noch aus. So, genau, einen Charakter müsste ich dann für einen Regierungsjob machen. Ja, jetzt muss ich natürlich da drauf klicken. Ja, danke schön. So, da bin ich wieder. Also jetzt muss ich nur wissen, wie ich jetzt den Beruf kann. Aber ich bin nicht ein Fahrzeug, okay. Muss mal kurz zum Fahrzeug gehen. Kann ich raus. Ja. Oh, ich muss mein Fahrzeug immer wieder haben. Genau hier ist das Symbol, was ich gesucht habe. Ist auch noch nichts. Ich wollte nicht dreimal drücken. Tut mir leid. Verkehrskontrolle bitte aufräumen. Allgemeine Verkehrskontrolle. Okay. Wieso ist das so schnell möglich? Also. Ich wollte dir noch etwas fragen. Ja. Ich glaube, ich die Frage vergessen. Was du. Oh je. Bin ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch wegen der Ablenkung. Ah ja, es gibt ja einfach so zwei noch so Fenster, wo steht Taxi und dann ist ja nichts drin oder so. Da musst du nochmals drüber schauen. Genau. Wie meinst du? Also ich gehe nochmals zurück. Ja. Und nochmals, ich habe irgendwie, weiß ich, ein paar Fenster geöffnet. Irgendwas F11 ist wegen Fahrzeug, genau. Das ist klar, das geht im Fahrzeug. Ja. Das ist klar. Und noch irgendwo an, ich habe ein Fenster aufgemacht, ich habe das Spiel gleich mal abgeschalten. Ich habe mal auf Quit gemacht, obwohl ich das Fenster einfach beenden wollte, weil dann pack mal die ganzen Fahrzeuge schon mal, die kannst du alle da schön einparken. Da auf der rechten Seite, da ist ein roter Punkt und dann hast du auch Glück, dass du ein ordentliches Fahrzeug bekommst, wo das Schild sogar gelb ist, wo es auch leuchtet. Musst du aber einparken. Dann würdest du auch nochmal einparken und dann. Gut. Jo, da ist einfach Taxi. Leuchtet aber nicht. Ja, und das Rollenspiel seht ihr dann auf Twitch.
Jetzt ist Ja, wieder so gut einmal wie hin es geht. Natürlich hast und du einmal Abziffer. raufdrücken. Ja. Ist dabei auch ohne Leuchten. Ja, dann musst du da mal waschen gehen. Dann sollte das funktionieren. Also einfach waschen gehen. Ja. Warte mal. Muss doch in der Nähe sein. Ja, die sind auf der Karte markiert. Also ich sag mal den Tankdeckel. Tankding. Ne, die sind schon mal da Ah. ist. Genau, so sind die Aber ich will Markierungen kurz dafür. schauen irgendwo. Muss doch einer noch in der Nähe sein, oder? Hm, okay. Ja, die kenne ich natürlich aus dem Rollenspiel. Anderen Server noch. Was den Gehalt erhalten, Bank 6000. 600. Ja, in den nächsten Monaten wird natürlich alles balanciert. Es kommen neue Features. Du sagst, wenn nicht. Und ja, natürlich kommen immer mehr Leute, hoffentlich. Ja, das wäre natürlich ganz cool, ne? Und dann Ja. kann man natürlich auch mehrere coole Sachen machen. Dann wird es auch wahrscheinlich mehr Feuerwehr, mehr Polizei, sonstiges Genau. geben. Das wäre halt einfach für das ganze Und Rollenspiel so mega geil. wir brauchen das Ja. Feedback natürlich, damit er und ich eventuell dann auch mehr entwickeln können und auch mehr bestellen können. Und dann wird es wahrscheinlich auch demnächst auch mehrere Events, sonstiges geben. Einfach Genau, mal da schaue mehrere ich auch, dass sehr Treffen für die viel passiert. Community, ne? Dass das auf jeden Fall zusammen bleibt. Okay, Weil das das ist natürlich Licht auch geht nicht wichtig. an. Ja, das müssen wir noch richtig einstellen oder so. Wenn nicht mal über den elften Finger da gucken und dann über deine Vehikel, Extras Sachen da. Neons, Lights. Interior. Da mal Front. für dich gucken, ne? Engine Lights. Uber Liberties ist nichts drin. Neons haben wir nicht. Danach können wir es ein bisschen hinten das Feuer rausschießen. Jo, also oben geht's einfach nicht an. Ja, dann muss man da mal gucken. Motor anmachen. Okay, das geht auch schon gut. Und über den 7., also F7, kannst du da dein im Fahrzeug kannst du Dingens anmachen hier, einen Tempomat. Genau, das bin ich jetzt gerade am Suchen gewesen. Genau, im Auto Also F7. 50 auf den Straßen in der Stadt und so. Also Ja, du 30. kannst. Theoretisch. Wir können mal gucken, wir können uns mal einen Tag zusammensetzen, wo wir die ganzen Geschwindigkeiten mal besprechen, Ich wahrscheinlich. würde 60 in der Stadt machen, das reicht völlig aus. Also wird nichts passieren, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ja, doch, das funktioniert. Ich benutze das gerade auch die ganze Zeit. Also ich habe irgendwie Probleme beim Steuern dran. Ich steuere Achso, du bist. rückwärts. Ja, du bist. Dein Tank ist leer. Ja. Mein Tank ist schon leer. Ja, dann kannst du da auch nicht weiterfahren. Das geht ja nicht. Ich bin zu schnell gefahren. Ne, du musst halt aufpassen, dass dein Tank nicht leer geht, dass du dann auch mal tanken musst, weißt du? Ja, Das aber ich habe gibt's. jetzt nicht drauf geschaut, weil ich ein Rundspiel mache. Ja. Das Ich kann gibt ja halt. Tanks kaufen, oder? Du kannst zur Tankstelle gehen, kannst Benzinkanister holen und dann auffüllen Tankstelle und ist dann. genau auf dem Weg eigentlich. In der Nähe. Aber die ist explodiert übrigens. Am Anfang Wie des meinst du? Videos ist sie explodiert automatisch. Wie meinst du? Es ist einfach in die Luft gegangen. Alle Tankdeckel, alle Tanks sind kaputt gegangen. Okay. Wirst du dann sehen im Video. Ja. Okay, ich habe gerade einen Crash. Ein Davon. Standbild. Passiert jetzt gerade nichts Mal mehr. sehen, was es ist, ne? Jo. Okay. Ich muss, glaube ich, das Willst du noch Spiel. sagen?
Ja, ich bin da. Okay, ich habe Okay. vielleicht Internetprobleme oder so kurz Ja. gehabt. Jo, ich hatte einfach ein Standbild in. Okay. Ja, komisch. Jo. So. Ich drück mal die Webcam wieder rüber, sonst vergesse ich die. So. Also. Die So, jetzt seid Tankstelle ihr. ist wieder komplett, also die hat sich wieder aufgebaut. Okay. Man muss ja auch mal gucken, dass du jetzt deinen Führerschein langsam machst, ne? Ja, ich muss das im Rollenspiel machen dann. Ja oder so, ja. Musst halt nur Ich bin gucken. jetzt kurz einfach derjenige, der so richtig assi in die Ferien geht. Also wie Okay. kann ich jetzt etwas kaufen? Da vorne irgendwo. Na, da ist zum Beispiel keiner. Du musst zur Okay. Tankstelle gehen. Welche Zur Tankstelle? Zapfsäule. Ah, ich muss zur Zapfsäule gehen. Okay. Da kannst du deinen Benzinkanister. Du hast nicht genug Geld dabei. Du musst Geld auf der Bar dabei haben. Ja. Also dann gehe ich zur Bank. Das war gleich die Bank. Welches Symbol ist die Bank? Ja, siehst du, ich bin Sparkasse. gerade zufällig bei dir. Ich kann dir gerne mal einen Tank spendieren, dann kommst du Okay, mal her. danke. Verkehrspolizist. Warte, ich muss mal selber hier. Ah, schau mal, hier ist sogar eine Bank, hier kannst du sogar hingehen. Gut. Und da gibt es ja immer noch kein Symbol. Bitte bestätigen Sie den Hauptaccount. Auszahlen. Wie viel kostet ungefähr? Ja, zahl dir einfach mal 500 aus und dann. Solltest du damit da gut zurechtkommen. Gut, danke, Herr Klaas. Bitte, Sehr bitte. gut, danke schön. Bitte, Gut, jetzt muss ich mein Auto finden. bitte. Gut, ist nicht so viel Verkehr heute. Das war eigentlich bei der Waschmaschine, Fahrzeug, der Waschanlage. Sieht das nicht cool aus, das Fahrzeug? Natürlich. Okay, für Ja, deine. das ist sowieso. Das ist sowieso. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hinten, sag mal. Renn mal nach hinten. Ja, Achtung steht einfach. Ah, okay, aber ja, bei mir ist es nämlich mega überbelichtet. Okay, ja klar mit deinem Schädel. Ja, wenn Ich ich habe check noch eigentlich bin Standard. ich. Oh. Also eventuell hole ich auch einen Schädel, damit einfach diese Bugs Check wegbinden. ein, dann bringe ich dich nach vorne. Jetzt ist eine Rechnung, ich habe die Ecke. Auf dort vor der Waschmaschine, links, abbiegen jetzt links. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja. So, danke. Oh, die Mülltonne backt. Oder das Auto hat sich nochmal bewegt, aber die Mülltonne ist ganz in dem Ding drin, Ne, bei der jetzt Tür. musst du ja dein Fahrzeug ist ja immer noch leer, musst du ja rausgehen und tanken. Naja. Na, an die Seite vom Auto. Naja. Ach, muss gehen, ah, Ah, jetzt. jetzt eh drüben. Irgendwie sind da zwei übereinander, da muss ich Such dann noch den mal gucken. Tankdeckel, aber die meisten Fahrzeuge haben keinen Tankdeckel. Ja. Na, und jetzt kannst du bis zur Zapfsäule fahren und kannst da. Jo, das geht gar nicht. Ja, warte, ich guck mal, check aus. Und ist der Naja, hier. Motor einfach nicht eingestellt. Bei dir geht's so. Ja. Naja, ich habe magische Hände, ne? Ja, du bist halt so der Ich Magier habe. hier auf dem Server. Ja, bei mir geht's echt nicht. Warum denn Bei nicht? mir geht's nicht. Zeig mal her hier. Hä? So, jetzt aber. Meine Güte. Jetzt noch mal einsteigen und dann. Ah, drück mal den 5. F5. Ich F5. drübe, ja, kann ich nicht. Hast du nichts auf dem F5 oder was? Ich habe jetzt F11 offen und es geht nicht mehr Ja, aus. dann musst du F11 nochmal drücken. Ich drücke FF. Dann musst du, dann drück mal Enter. Okay, ah, jetzt. Also Dann jetzt einfach F7. wegdrücken.
Man darf sich so viele Sachen auf immer drücken. Dann machen wir ja Sonst nicht. Ich crasht mache es eine bei dir was. Pfeife. Boah. Deaktivieren. Ja, und dann einfach mal wegdrücken. Weil dann passiert es nämlich, dass bei dir hier so viele Sachen auf sind und die dann crashen. Na, und jetzt drückst du F5. Nein, nur F5. Genau. Dann auf Fahrzeugmenü. Und dann Motor an. Ja, Okay, siehst du. gut, danke. Jetzt hat der Motor nur aus. Das passt. Ja. Sehr gut. Ja, da haben wir schon mal einen Einblick gesehen. Verbessert wird natürlich immer noch alles gut, hoffentlich. So wie Immer du doch. kannst und ich kann dir eben gerne immer wieder helfen. Und schauen wir mal und eben sonst Kritik geben und Feedback. Genau. Natürlich immer auf dem Discord gerne melden. Wir sind immer da, helfen gerne. Genau. Und Und sonst könnt ihr das auch selbst wenn ne. im YouTube-Video oder so oder im Livestream sagen. Aber Discord ist sozusagen die Anlaufstelle. Genau, da ist jeder für einen da. Und dann genau. Genau. Okay, danke schön fürs Anschauen des Videos. Danke an dir, Lukas, fürs dabei sein. Ja, kein Problem. Und ab jetzt, ja, geht's vorwärts mit dem offenen, ja, sagen wir mal Beta-Test, oder? Ja, na, Machen wir Server ist mal ein ja bisschen alles fertig noch. theoretisch so schon fertig, Ja, also es kann hat noch gut. ein paar Bugs und noch Ja, ein paar aber Features fehlen, aber die kann man ja immer zwischendurch noch dazu ja, machen, ne? wir wollen es perfekt bei der Veröffentlichung haben. Und auch Ja. noch viele Features. Fertig ist man ja nie, ne? Ja, Das sagt man genau. so immer so gut. Gut, dann.